Guten Abend und herzlich willkommen zu Einstein. Straßenarbeiter auf der Autobahn leben gefährlich. Die Maschine soll den Job der Männer in Orange sicherer machen. Egal, wo man anfährt, auf der Schweizer Autobahn hat man fast überall das Gefühl, es hat vor allem eins: Baustellen. Ein Frust für die Autofahrer. Und die am meisten unter dem Frust leiden müssen, sind die Strassenarbeiter. Die Männer in Orange müssen sich von den vorbeifahrenden Automobilisten anfluchen lassen, kommen die Gegenstände angerührt über oder geraten in brenzlige Situationen. Strassenarbeiter ist einer der gefährlichsten Berufe. Der Jan Billeter hat die Equipe vom Werkhof Winterthur begleitet. Mit Tempo 10 auf der Überholspur. Uli Ruf und Jan Billeter setzen Baustellenhüte. Kennt jeder, mag keiner. Doch hier wird keine Baustelle eingerichtet, sondern eine aufgehoben. Die Pylonen braucht's als Vorarbeit und Absicherung. Das Duo Billeter-Ruf muss bis Mittag 11 Kilometer Baustelle räumen. Leck, ist das gut gewesen. Kegel setzen im Fahren, reine Übungssache. Gut. Was wir wollen spielen. Für unsere Truppe ist heute Großkampftag auf der neuen Weinland-Autobahn. Sie mussten früh raus. Kurz vor 7. Befehlsausgabe im Werkhof Winterthur. Morgen miteinander. Heute Donnerstag, der 21. läuft folgendes. Schwerpunktmäßig ist da 4 heute wieder dran. Heute sind alle auf der Piste. Bis zum Abend muss auch die letzte A4-Absperrung geräumt sein. Der Morgenverkehr ist in voller Fahrt. 3 Jahre wurde hier gebaut. In nicht mal 24 Stunden ist offiziell Eröffnung. Jan Billeter und Uli Ruf machen sich ans Fahrbahnräumen. Sie sammeln die Spurtrenner ein. Die heißen zwar Light Boys, aber jeder einzelne wiegt doch satte 15 Kilo. Mehrere hundert dieser Pfosten müssen schleunigst weg. Und bei dieser Arbeit so kommt es nicht manchmal auch zu brenzligen Situationen. Ja, immer. Immer? Hier draußen ist Teamwork ein Muss, sonst wird's schnell gefährlich. Und am Morgen auch der Freundin schön Ciao sagen, weil du weißt nie, wenn du sie wieder siehst. Die Werkhoftruppe kommt gut voran. Der Pickup füllt sich. Die erste Morgenladung ist gleich komplett. Jan Billeter zurück im Werkhof. Ziemlich geschafft, meldet sich unser Moderator zum Zwischenrapport beim Chef. Und wieso, dass wir unsere Leute jetzt ausrüsten mit diesen speziellen Warnwesten? Die sind ganz neu, glaube ich. Ja, die haben wir neu. Und das ist uns schon wichtig. Und jetzt heute Abend haben wir natürlich noch etwas Neues. Das ist eine vollautomatische Abhütli-Maschine. Und da ist die Sicherheit natürlich dann viel, viel mehr gewährleistet für unsere Mitarbeiter. Dieser Truck ist erst auf Probe hier. Aber er könnte die Arbeitssicherheit auf Autobahnen revolutionieren. 270 Kegel hat der Hightech-Laster aus Holland an Bord. Er kann zum Beispiel innerhalb Minuten mehrere Kilometer Fahrbahn signalisieren. Vollautomatisch. Jan Billeter testet den Truck gleich selber. Mit Uli Ruf hat er ja den perfekten Coach. Jetzt fahre ich und er setzt selber. Er setzt selber. Einfach geradeaus führen fahren. Spielt keine Rolle, wie schnell. Mal darfst du nicht mehr wie 10 Stunden Kilometer. Schon schnell, ne? Nein, nein, jetzt ist es schon noch schnell. Kommt keiner. Ah, wohl jetzt? Du hast Meter nicht. Der gelbe Holländer kann die Hüte nicht nur im gewünschten Abstand setzen. Er sammelt sie genauso automatisch wieder ein. Das geschieht im Rückwärtsfahren und ist um einiges schwerer. Die Hightech-Maschine hat aber noch viel mehr zu bieten. Uli Ruf wird den Truck noch diesen Abend im Autobahnverkehr einsetzen. Auf der A1 bei Winterthur, einem der meistbefahrenen Straßenabschnitte der Schweiz. Die Arbeit unserer Crew beginnt schon Kilometer vor der eigentlichen Baustelle. Mit einem Anruf an die Verkehrsleitzentrale in Zürich. Werkhof Winterthur, hier. Ein paar hundert Meter weiter der nächste Stopp. Ab jetzt wird von Hand signalisiert. Roger Heer und Jan Billeter müssen über die Fahrbahn. Jetzt nach diesem Alter gehen wir. Ja.
Ist das so? Ja. Du musst aber immer gegen Führer schauen. Ja, das darf ich. Boah. War hart. Boah. Dann läuft es ein kalter Rücken ab. Ne? Alles bereit für den Auftritt des neuen Hightech-Trucks. Uli Ruf stoppt mitten auf der Fahrbahn und setzt per Knopfdruck eine sogenannte Rumpelschwelle. Die Matte hängt unter dem Fahrzeug. Dank Bordmonitor kann sie der Chauffeur genau platzieren, ohne aussteigen zu müssen. Der Wegdienst für alle die, die nicht bei der Sache sind am Steuer. 150 Meter weiter vorne koppelt Uli Ruf den Aufprallbock ab. Er ist Signaltafel und Schutzwand zugleich. Unglaublich, aber pro Jahr werden auf Zürcher Autobahnen 15 dieser Wände zu Schrott gefahren. Von Autofahrern, die sie schlicht übersehen. Und los geht's mit dem Kegelsetzer. Regelmäßig wie ein Uhrwerk platziert das Wunderfahrzeug aus Holland die Baustellenhüte. In nicht einmal 15 Minuten sperrt der Hightech-Truck von Chauffeur Ruf fast 4 Kilometer Fahrbahn. Vollautomatisch und zuverlässig. Die 400.000 Franken Maschine leistet ganze Arbeit. Wir sind nicht fertig. Wir sind nicht fertig, ja. Gehen wir. Merkhof wieder. Gehen wir rein. Ja, ja, danke. Bis Ende Jahr entscheidet das Tiefbauamt vom Kanton Zürich, ob es die Kegelsetzmaschine postet. So oder so, der Job des Strassenarbeiters bleibt einer der gefährlichsten. Im Frühling startet darum eine Kampagne, die soll die Autofahrer sensibilisieren, dass sie besser auf die Strassenarbeiter aufpassen. Hier auf dem Sender geht es jetzt weiter mit 10 vor 10. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.